Start der chinesischen Rakete Langer Marsch 5B am Montagmorgen Ortszeit auf dem Weltraumbahnhof Wenchang auf der Tropeninsel Hainan. Ziel der unbemannten Rakete ist die im Bau befindliche chinesische Weltraumstation Tiangong, übersetzt Himmelspalast. Transportiert wurde das vorerst letzte Modul mit dem Namen Mengtian, was so viel wie Himmelstraum bedeutet. Das Modul hat ein Gewicht von rund 20 Tonnen und eine Länge von etwa 18 Metern. Der Flug zum Ziel im All soll ca. 12 Stunden dauern. Mit dem Projekt der bemannten Raumstation Tiangong unterstreicht China die Ambition, zur Weltraummacht aufzusteigen. Bisher dominieren auf diesem Gebiet die USA und Russland.